17. Januar. Lauf mit in der Rennbahn. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass sie ihn erlangt. 1. Korinther 9, Vers 24. Da ich in meiner Jugend sehr sportlich war, spielte ich in verschiedenen Mannschaften mit und übte mehrere Sportarten aus. Ich kann mich noch gut an einige Jungs erinnern, die wirklich keine Sportskanonen waren und trotzdem versuchten, einen Platz in der Mannschaft zu bekommen. Es kam immer wieder mal vor, dass der Trainer Mitleid empfand für einen dieser armen Kerle und ihn trotz seiner mangelhaften Leistung in die Mannschaft aufnahm. Er erhielt ein Mannschaftstrikot und hatte das Gefühl, zum Team zuzugehören, obwohl er nie ein Spiel bestreiten würde. Glücklicherweise verhält es sich im Christenleben nicht so. Der Herr holt uns nicht in sein Team, damit wir nur die Bank warm halten. Seine Absicht ist es, uns spielen zu lassen. Durch seine Gnade sind wir errettet. Sein Wille sendet uns in die Welt, um ein Zeuge für ihn zu sein. Tatsächlich sind wir alle wie diese untalentierten Sportskanonen. Aber Gott ruft uns in seiner großen Barmherzigkeit in sein Team, nicht wegen unserer Begabung oder Tüchtigkeit, sondern aufgrund seiner souveränen Gnade. Und er befähigt uns, das Spiel zu spielen. Worauf wartest du also noch? Spiel mit und danke Gott für das Vorrecht, Jesus Christus dienen zu dürfen.